Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Unboxing. Heute habe ich wieder eine Harry Potter Box für euch. Dieses Mal ist es allerdings eine Box, die ich so bisher noch nicht gezeigt habe. Ich habe selber erst vor ein paar Monaten von dieser erfahren und habe sie mir dann im April oder so rum bestellt. Das ist nämlich die Witchcrown Box. Die haben eigentlich verschiedene Buchboxen auch im Angebot und unter anderem aktuell auch eine Harry Potter Box. Da haben sie das so gemacht, dass es mittlerweile drei Boxen gibt und zwar zu jedem Harry Potter Schuljahr 1. Und das hier ist, wie man erkennen kann anhand des Bilds, die Box eben zum dritten Schuljahr, also zum Gefangenen von Azkaban. Und ich glaube, die Box ist mit sehr viel Liebe gemacht. Ich bin super gespannt, welche Items drin sein werden. Und wenn ihr euch informieren wollt, packe ich euch auf jeden Fall mal irgendeinen Link in die Infobox. Dann könnt ihr da gerne mal nachschauen. So sieht die Box von innen aus und ich finde die Aufmachung schon sehr schön. Ich finde die Farbgestaltung sehr schön, da das Ganze ja lila ist, wie man erkennen kann. Das passt zum fahrenden Ritter vorne drauf. Also mal gucken, was wir drin haben. Hier ist auch ein sehr personalisierter Brief mit einem Hogwarts-Siegelstempel. Und auf der Rückseite steht in grüner Tinte meine Adresse, Miss M. Nachname und meine Adresse. Richtig schön gemacht. Ich will diesen Umschlag gar nicht öffnen, so schön ist der. Ich liebe diese Boxen, die wirklich so mit Liebe gemacht sind. Ich habe mich sehr darauf gefreut, als sie endlich angekommen ist. Ja, wir haben hier einen Begrüßungsbrief. Willkommen im dritten Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Beigelegt finden Sie eine Liste aller benötigten Bücher und Ausrüstungsgegenstände. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Mit freundlichen Grüßen, Minerva McGonagall. Und noch eine Erlaubnis für den Besuch in Hogsmeade, auch dann mit meinem Namen eben drauf. Richtig schön, alles so schön persönlich. Ja, richtig toll. Muss ich nur noch unterschreiben lassen von meinem Erziehungsberechtigten. Weil im dritten Schuljahr bin ich noch nicht alt genug, um nach Hogsmeade zu gehen. Okay, dann hier geht's weiter mit der liebevollen Verpackung. Ich bin begeistert. Ein Sticker mit Packed by Elves. Ich hoffe, sie werden bezahlt. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ja. Und ach, ist das schön. Es ist wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Das lilafarbene Thema zieht sich durch die ganze Box. Ich denke, ich gehe davon aus, das hängt mit der Farbgebung vom farbenden Ritter, vom fahrenden Ritter zusammen. Ein Zaubertrank. Ich glaube, den habe ich noch nicht, weil die Geekbox hatte ja auch mal schon ein paar Zaubertränke, die ich übrigens echt toll finde, weil die so sind einfach schön anzusehen. Ein Wolfsbann-Trank, Wolfsbane Potion mit einer blauen Flüssigkeit. Das ist eine richtig schöne Flüssigkeit. Das sieht aus wie so, ist irgendwie so Glitzerseife oder sowas. Ich weiß es nicht. Mit einem schönen Label und natürlich alles fachgemäß verkorkt, damit hier nichts ausläuft. Eigentlich müsste ich mal meine ganzen Zaubertränke, die ich bisher habe, mal irgendwie wohin stellen. Ich habe nämlich mittlerweile tatsächlich schon ein paar irgendwie. Und die machen sich, glaube ich, echt gut, weil sie eben auch, das habe ich, glaube ich, schon mehrfach in meinen Videos erzählt, sie stammen eben auch direkt aus der Welt von Harry Potter und dadurch verleihen sie einem Zimmer eigentlich so einen schönen magischen Touch. Ich bin wirklich begeistert. Ich habe sie ja damals durch die liebe Jule kennengelernt, durch Miss Foxy Reads. Ich fand schon die dort natürlich so schön, dass ich mir gedacht habe, komm, ich gönne die mir auch mal. Bin bisher, obwohl ich nur ein Item ausgepackt habe, schon total begeistert, weil einfach die Aufmachung wunderschön ist. Ich überlege, was ich als nächstes rausnehme. Hier ist nämlich, glaube ich, eine Tasse oder nee, das ist eine Kerze. Ich schätze mal, das könnte ein Löwe sein. Also Gryffindor-mäßig dann irgendwie, weil ich glaube, ich habe auch mein Haus angegeben. Und riecht auf jeden Fall gut, gefällt mir. Ich weiß nicht, was ist das denn? Ist das irgendwie sowas Fruchtiges, Orange vielleicht? Ich weiß es nicht genau, aber eine Kerze ist dabei, die auf jeden Fall schön riecht. Auch wenn ich natürlich mein Lieblingskerzenduft, das übrigens so irgendwie so Weihnachtsdüfte, wobei Orange so da ja auch schon ein bisschen in die Gegend rückt. Aber so besonders, was habe ich denn da, so Vanillezimt oder Cookies oder Kekse als Duftkerzen liebe ich auch total, weil ich einfach total der Weihnachtsfreak bin. Oder auch irgendwie Tannennadeln gibt es ja auch, habe ich glaube ich auch hier noch irgendwo welche rumstehen vom letzten Jahr. Dieser Wind, der klappert hier überall an allen meinen Türen in der Wohnung. Da merkt man mal, wie undicht mein Haus ist. Okay, hier haben wir die Spoilerkarte mit den ganzen Items. Die lege ich mal kurz zur Seite. Ich will mich gar nicht spoilern. Dann haben wir hier einen Pin. Und zwar einen Dementor-Pin. Sehr lustig gemacht. Da steht drauf Kiss Me und das ist ein Dementor zu sehen. Ist auf jeden Fall eine lustige Sache, ein lustiges Motiv. Die ganze Box riecht irgendwie toll. Oh, ich habe schon damit gerechnet, dass sie sowas hier drin haben werden. Natürlich passend zum dritten Teil. Und zwar eine Zeitumkehrer-Kette sogar. Also zum Tragen am Hals, um den Hals rum. Ja, somit
somit haben wir die Witch Crown Box aus dem Monat Juli mit dem dritten Harry Potter Schuljahr als Thema ausgepackt. Und ja, ich muss sagen, ich finde sie wirklich sehr, sehr schön gemacht. Wenn man wirklich merkt, dass sie mit Liebe gemacht wird, und das ist mir ja direkt am Anfang aufgefallen. Mal sehen, vielleicht gibt es ja da noch weiteres. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob es da jetzt weitergeht mit dem vierten Schuljahr oder nicht. Gut, dann war es das mit diesem Unboxing. Könnt ihr mal eure Meinung zu der Box gerne mal in die Kommentare schreiben. Mögt ihr mehr solche handgefertigten, selbstgemachten Boxen oder dann eher so Boxen, in denen dann doch mehr so nur so offizielles, ich sag mal, Merch drin ist, wie Funkos oder ähnliches, was in, jetzt zum Beispiel in der Wootbox eher der Fall ist, ne? Also ich würde sagen, Wootbox ist ja tatsächlich wirklich mehr so verschiedenes Merch, was da reingepackt wird, was ja so ganz nett ist auch. Die WitchCon-Box, da steckt noch, glaube ich, so die meiste Persönlichkeit drin, kann man sagen. Und das gefällt mir sehr gerne. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, bleibt bitte gesund und habt eine gute Zeit. Tschüss!